Ich bin dein Vater. Nein. Okay, Leute, hallo. Hallo, Leute, ja. Servus. Was geht ab bei euch, ja? Ich habe hier eine neue Gitarre für euch zum Vorstellen. Ganz so neu ist sie nicht, sie ist schon länger hier im Besitz, aber ich habe gedacht, ich stelle sie einfach mal vor. Wer Bock auf mehr Gitarrenvideos hat, darf gerne mal ein Däumchen nach oben da lassen, damit ich weiß, ob es euch gefällt. Ja, das ist erstmal das schöne Stück. Eine Ibanez AW irgendwas, Seriennummer weiß ich gar nicht. Oder irgendwelche Bezeichnungen, ich weiß nicht, es ist ein Ibanez AW irgendwas. Hier oben sieht man das AW. Ist ja eine Ibanez, man sieht hier, oder man, ihr seht das nicht, aber ich sehe das. Das kann ich jetzt schlecht zeigen, weil das so klein ist. Artwood Studio ASC1, bla 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 bla, ganz lange Nummer. Ibanez, das ist also hier, sage ich mal, eigentlich ist eine Custom Shop Gitarre, sage ich mal, so, ne? Hochwertig verarbeitet, elektrisch spielbar, das heißt, man kann die akustisch und elektrisch spielen. Ich habe jetzt keinen Verstärker zum Ausprobieren, machen wir vielleicht mal eine extra Jam Session. Grover Mechaniken erstmal, die hier ja mit so einer coolen Cremefarbe versehen sind. Sieht echt geil aus, so Bernstein-Style. Dann Naturfarbe hier, also Natur Mahagoni-Decke, ja. Das ist immer gut. Hier noch so Zierleisten hier drinne. Hier auch noch Zierleisten. Überall Zierleisten. Hier die Decke mit einer kleinen Zierleiste hier. Und auch da hinten haben wir ein geteiltes Back, ja. Hier auch Mahagoni übrigens. So, und ja, der Hals ist ein geleimter Hals, der leider lackiert wurde. Ich finde nicht lackierte Hälse besser bespielbar, weil nach einer gewissen Zeit nutzt sich der Lack ab und wird dann vor allem bei etwas schlechteren Gitarren so klebrig irgendwann. Und das ist halt, ne, irgendwann, wenn man warme Hände hat, dann hat man hier die Suppe, das ist ekelhaft. Deswegen, also unlackiert finde ich es besser. Der Kopf hier ist unlackiert und hier am Ansatz auch, aber der Griffbereich hier ist eben lackiert. So, dann haben wir einen langen Halszapfen. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen kurzem und langen Halszapfen. Es gibt da zwei verschiedene. Der lange Halszapfen geht eben weiter in die Gitarre rein, in den Korpus rein, ja, um den Ton besser zu übertragen. So, jetzt hat man hier erstmal einen kleinen Fehler gemacht von der Gitarre her. Das hebt sich hier langsam ein bisschen raus. Die ist auch schon sehr lange gespielt auf Auftritten, Konzerten etc. pp. Das heißt, hat auch schon gewisse Gebrauchsspuren hinter sich, ist also keine fabrikneue Gitarre. Haben hier ein Palisander-Griffbrett wie gewohnt. Ja, Bunde wurden, glaube ich, auch schon mehrere Male ausgetauscht, weil sie abgespielt waren. Ansonsten noch sehr gut erhalten im Prinzip. Wölbt sich langsam hinten die Decke ein bisschen und vorne auch, aber das macht nichts. Kann man immer noch bespielen. Auf dem Kopf ist ja auch nochmal so eine zweite Schicht. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Auf jeden Fall sonst alles in so einem edlen Braun-Gold gehalten. Ja, sonst erstmal spiele ich jetzt erstmal was vor und dann gucken wir mal, was das Ding so hergibt.
jetzt spielen wir noch was anderes. So, noch ein letztes. Thank you.
Das war eigentlich so bis jetzt mal die Ibanez. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ihr könnt gerne einen Daumen nach oben geben oder auch nicht. Ja, ist eure Entscheidung, kann ich nicht darauf einwirken. So. Ja, wenn ihr mehr von dieser Gitarre sehen wollt, dann auf jeden Fall positiv bewerten. Ja, ihr könnt auch einen Kommentar da lassen, falls ich zum Beispiel wieder mal einen Fehler gemacht habe, was ich ja sehr gerne mache beim Erklären oder Spielen oder sonst irgendwas. Ihr könnt ja da mal Haarspalter spielen und könnt mir sagen, welche Töne krumm waren oder sonst irgendwas. Gehe ich gern drauf ein. Ja, ansonsten sehen wir vielleicht bald noch eine Jam-Session wieder mal mit dem, ich habe mit dem Schätzelein hier. Ich habe ja schon mal eine Jam-Session gemacht. Wir werden jetzt immer Gitarren vorstellen und zu jeder Gitarre noch eine Jam-Session dazu machen. Und am Schluss, wenn wir alle haben, was noch eine Weile dauern wird, dann werden wir die vielleicht mal so im